Er ist der Hoffnungsträger der FPÖ. Norbert Hofer, 48 Jahre alt, gelernter Flugzeugtechniker. Der Burgenländer gilt als weiche Variante von Vorgänger Heinz-Christian Strache, den die Ibiza-Affäre zu Fall brachte. Von 2013 bis 2017 war Hofer dritter Nationalratspräsident, verschaffte sich Respekt über die Parteigrenzen hinaus. 2016 musste er sich bei der Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl Alexander van der Bellen geschlagen geben. Bis zur Aufkündigung der schwarz-blauen Regierung im Mai war Hofer Verkehrsminister. Seit einem Paragleitunfall im Jahr 2003 muss der Vater von vier Kindern einen Gehstock benutzen. Bei aller Freundlichkeit gilt Hofer als stramm Nationaler. Er ist gegen die Homo-Ehe, bezeichnete Flüchtlinge als Invasoren. Im Wahlkampf tritt er mit Ex-Innenminister Herbert Kickl in einer Art Doppelspitze auf. In den Umfragen liefert sich die FPÖ ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Sozialdemokraten um Platz 2.